Preise für die ersten 35 vom österreichischen Leichtathletikverband und Doppelweltmeister im Berglauf, der Helmut Schmuck aus Wien. Aber Helle! Ich würde sagen, dass wir die ersten 10 vielleicht, Helmut, bleiben wir heraus nach ihr Foto dann, ja? Die ersten 10. Ja, Rang 9, wie gesagt, es ist unglaublich, wie gesagt, es ist ein Athlet aus Portugal, es ist der Miguel Reis e Silva. Bravo. Rang 8 geht an einen Top-Skibergsteiger, Rang 8 geht an Martin Matle. Aus Matton. Rang 7 geht an einen Top-Sportler Tirols, zu Hause auf dem Rad, zu Hause auf den Laufschuhen, zu Hause auf den Turnschienen. Es ist der Stefan Wielauer aus Münster. Dann der Rang 6 geht an Marco Sturm aus Deutschland, Regensburg. Der Marco hat heuer die Bronzemedaille im Teambewerb im Berglauf für Deutschland geholt. Rang 5, ein ganz großer des Tiroler Sports, heuer am Kreuzesberg. Am besten platziert, eine gewaltige Zeit, 26.04.30. Es ist der Richard Ohrendorfer aus Wiesbaden. Bravo. Rang 4 geht an Italien, Rang 4 geht an Edilana aus Sarntein. Rang 3 freut uns besonders als Veranstalter eines Berglaufes in Tirol. Es ist der bestplatzierte Österreicher bei der Berglauf-WM 2010. Es ist der Simon Lechleitner aus Altranz. Rang 2 geht nach Italien, geht nach Stilfs, in die Heimat von Gustav Döni. Der Rang 2 geht an Thomas Niedecker. Ja, und der Sieg beim Kreuzesberg Rang 2010, er geht nach Italien, er geht an Hannes Funker aus Sarntein. Es ist der erste Sieg von Hannes hier am Kreuzesberg und es war sicherlich auch ein großes Ziel von Hannes, sich in die Siegertafel einzutragen. Und es freut uns, dass dem Hannes das heute geglückt ist. Gratuliere, Hannes. Ja, die Siegerzeit ist 24, 26 und 80 Zehntel. Ist natürlich ganz eine tolle Zeit für die sehr schwierigen Verhältnisse ab dem Gasthof Jägerhof. Da war ja heuer ein bisschen eine Rutschpartie angesagt und trotzdem so eine Bombenzeit. Okay, der Manfred hat schon Top-Fotos geschossen und jetzt würde ich einfach bis die ersten drei praktisch, dass wir da selber ein Siegerfoto noch machen. Thank you.
Jedes Mal dabei. Ganz tolle Zeit. 42-20-60. Rang 14 geht an die Melanie Haas aus Zell am Ziller. Da gibt es einmal einen Nachwuchs fürs Zillertal ab. Frankfurt, ja. Rang 13 geht an die Petra Ager aus Stanz. Rang 12 geht an die Fabiana Di Melli aus Trier. Rang 11 geht an die Gabi Ebner aus Werb. Ja, Rang 10 geht an die Südtiroler Laufdynastie, geht an Gertraud Hunker. Die Gertraud ist die Mutter vom Tagessieger. So wie die Mutter der letztjährigen Tagessiegerin. Und ich glaube, ich kann dir da ein bisschen was verraten, oder? Wieso, dass da die Renate heuer nicht am Start war? Ja, die Gertraud wird das nächste Jahr das zweite Mal Oma. Rang 9 geht an Andrea Knapp. Rang 8 geht an die Gabi Strohler. Gabi werden wir heute noch öfter sehen. Rang 7 geht an eine ganz starke Athletin aus Tulsas, geht an Daniela Nacht. Rang 6 geht an Katharina Rossi. Er bleibt fest, alle ab Rang 10 bitte heraus bleiben. Ja, ruf ich dann nur auf. Dann, okay, Rang 6 geht an Katharina Rossi. Haben wir da, gell? Rang 5 geht an die Siegerin vom Wachau-Marathon 2010, geht an Freitag Karin. Rang 4 geht an eine Top-Radsportlerin. Rang 4 geht an Jacqueline Hahn. Rang 3 geht nach Lunz am See. Rang 3 geht an Marion Kapuczynski. Rang 3, Rang 2 geht nach Altrans, geht nach Großbritannien, geht an Lauren Czeska. Ja, und da sieht man Kolzersberg Rang 2010 mit einer Zeit von 26,57 geht an Andrea May, der regierenden Marklauf-Weltmeisterin 2010. Er geht nach Wien. Die ersten drei bitte auf Stockerl. Die ersten drei. Ja, und die Hunker Gertraud, die muss man auch nochmal rauskommen für alle ab praktisch Rang 10 und besser haben wir schon da, gell?
und darf deshalb jeden Teilnehmer gratulieren zu seiner Leistung. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken beim Franz Stöckel, der was das wieder bilderbuchhaft, profimäßig organisiert hat. Ich glaube, das ist für die Gemeinde eine Vorzeigesache. Und was du da alles wie ein Läufer in die Gemeinde bringst, wie ein Spitzensportler, das ist sensationell. Also ich glaube, das steckt so viel Arbeit dahinter, das kann sich vorne vorstellen. Vielen Dank nochmal, Franz, ich glaube, das ist ein Applaus wert. Ich darf mich auch freuen, wenn mein Nächster wieder begrüßen darf. Und ich glaube, der Lauf hat schon so eine Tradition. Und das sollten wir also weiterführen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, die Worte vom Obertaner Fred, vom Bürgermeister von Kreuzesberg, freuen uns natürlich besonders. Und zwar alle, wie gesagt, vom OK-Team. Fred, Dankeschön. Ja, wir kommen jetzt zur Ehrung des Ältesten sowie der ältesten Teilnehmerin. Es ist bei den Damen am Kreuzesberg immer am Start. Es ist die Irina Spira. Ja, und bei den Herren ist es der Simon Nowak aus München. Ja, der Norbert, der dürfte schon nach Hause gefahren sein. Und was auch wirklich ganz toll ist, er hat seine Zeit gegenüber dem Vorjahr, man glaubt es kaum, um 10 Minuten gesteigert. Er war letztes Jahr also um eine Stunde und heuer hat er gebraucht bis zu über 50 Minuten. Jetzt braucht man natürlich ein Foto von der Irina. An Rang 5 geht an Teurer Christian aus Werk. Ja, Rang 4 und in der Lokalwertung das erste Mal unter den Top 5. Rang 4 geht an Maria Stock aus Werk. Rang 3 geht nach Wehr, geht ganz einen jungen Athleten. Maria, bleibst mal heraus. Die ersten 5 bitte, gell? Berger Christian. Rang 3 geht an einen ganz jungen Athleten aus Wehr, geboren 1994. Es ist mein Nachbar auch. Es ist der Süßluck. Ja, Rang 2 geht an den SV Reitler Kulses Wehr Sektion Laufen, an Markus Vetter aus Wehr. Und den Sieg in der Lokalwertung, Kulsesberg Rang 210, den holt sich der Hermann Klingenschmidt aus Kulsas. Lokalwartung Damen und ja, wie gesagt, da würden die alle 6 rufen. Rang 6 an die Musak Katharina. Rang 5 geht an die jüngste Teilnehmerin beim Kreuzesberg Rang 210. Wie gesagt, ganz eine tolle Zeit. 50.04.90. Der Rang 5 geht an die Lisa Hussack. Also die Lisa ist da ein Riesenlauftalent aus Kulsas und man sieht, wenn man da bei uns tolle Veranstaltungen hat, dass da die Läufer aus unserer Region motiviert sind und dann ja wirklich sensationelle Leistungen bringen. Rang 3 geht an Christiane Sprachmann aus Kulsersberg. Thank you.
Rang 2 geht an die Gabi Ebner aus Wer? Und der Sieg in der Lokalwertung Kreuzersberg Rang 210 geht nach Kreuzers. Er geht an die Daniela Nahm. Ja, die Mussack Valerie, die habe ich jetzt überlesen, verlauter viel Mussack, Rang 6, 5, 4. Wie gesagt, Rang 4 an die Mussack Valerie vom SV Reiker Kreuzerswehr-Sektion Laufen aus Kreuzers. Und ich bin mir da schon fast sicher, das was die Familie Runker in Südtirol ist, das wird in einigen Jahren die Familie Mussack in Kreuzers für Nordtirol sein. Kommen alle Teilnehmer einen Preis und dann gibt es natürlich Spezialpreise für die Top 5. Der Mario ist ein ganz großes Nachwuchstalent im Ausdauerbereich. Und das Rad in Tirol setzt natürlich große Hoffnungen an den Mario. Dann Rang 5 geht an Josef Fritz. Rang 4 geht an Günter Kern. Und wir kommen jetzt zu den Top 3 in der Wertung Kreuzersberg Klassik und dran. Freut mich besonders. Hier Marian Staller auf Rang 3 begrüßen Sie. Der Marian hat einen Mitgangsfit und trotzdem hat er sich da aufgerafft und eine tolle Leistung geboten. Rang 2 geht an den Stefan Wiedauer. Ja, und Rang 1, den holt sich heuer nicht zum ersten Mal. Den holt sich heuer zum fünften Mal den Titel Kreuzersberg Klassik und Rangsieger. Den holt sich der Ohmdorfer Ritschi. Dann die Haas Melanie aus Tell am See, Tell am Ziller.
Dann die Blona Vivian aus Hun. Den Klingler Marco aus Aachenkirch. Sowie die Musa Krisa aus Kulsas. Ja, aber ich glaube, das sind einfach die Preisträger, was sie 1994 und jünger. Und die dürfen sich einfach jetzt die Preise in ihrer Reihenfolge aussuchen. Also Karschef, darf ich mich jetzt für die Teilnehmer am Kulsas-Bergrand 2010 bedanken. Wie gesagt, einige werden von euch ja dabei sein bei der Gilfer-Truppe 2011, wo es dann um die Wertal-Truppe geht. Und in diesem Sinne, viert euch! Stopp, Hannes.